So, Sie sehen jetzt den ehemaligen Boxer Luan Krasniqi. Die Fotografen wollen natürlich zuerst mal ein tolles Bild haben. Aber wir versuchen jetzt mal ein Interview zu bekommen. Luan, dürfen wir mal kurz an die Pressewand mit dir? Super. Luan Krasniqi, ich freue mich, was für eine Ehre, dich heute auch als Mitrepräsentant zu erleben. Wie lange bist du schon dabei und du wurdest uns auch angekündigt? Ich freue mich schon, dass ich jetzt nach 2 Jahre Pause, dass ich wieder dabei bin. Ich bin eine der Ersten seit der Gründung dieser Drachenbootrennen und ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und das auch vor allem also für einen guten Zweck, etwas für Michael Stich Stiftung zu machen. Das heißt, immer was Gutes und ich freue mich sehr. Was dürfen wir denn über dich mal erfahren, über deine Projekte, sozial, wirtschaftlich, kulturell? Was gibt es Schönes über dich zu erfahren? Ja, es gibt, ich habe 2 Projekte, die ich gerne unterstütze. Das ist mein Schulprojekt Kosovo Deutschland und dann, ich bin SOS-Botschafter und unterstütze natürlich da, wo ich kann und ich bin wirklich ständig unterwegs, ja. Was dürfen wir auch über den Boxsport erfahren? Bist du da noch irgendwie involviert als Kommentator oder begleitest du noch viele Veranstaltungen? Also ich bin beim Boxen schon tätig, aber Boxen ist nicht mehr das, was schon mal war. Mhm. Aber dennoch, es gibt immer wieder Boxveranstaltungen. Zum Beispiel, mein Neffe ist jetzt, der Kleine, ist ja deutscher Meister geworden bei der Amateuren. Danke. Der Name nochmal von dem? Genau. Arjanit Krasniqi, der ist deutscher Meister geworden bei den Amateuren und mein anderer Neffe, der ältere, der Ardian, der hat sein Studium abgeschlossen und der ist jetzt Profiboxer geworden. Und seinen ersten Kampf hat er gemacht letzte Woche und durch K.O. in der ersten Runde gewonnen. Das ist natürlich, dann hat er ja mit dir auch den besten Mentor und Coach und du wirst ihn wahrscheinlich auch ein bisschen mit, das ist, sag ich das, mal, begleiten. Das ist richtig. Ich werde ihn begleiten, werde ihn unterstützen, aber Boxen ist nicht mehr das, was früher schon war. Ja. Und ich hoffe, dass die neuen Talenten etwas irgendwie jetzt hinbiegen und dass es auch vielleicht Boxen wieder salonfähig wird. Für welches Team tittst du denn heute an? Also so ein Athlet wie du, ich meine, schiebt doch jedes Drachenboot. Ich bin Team Michael Stich. Ich bin mit ihm seit Jahren zusammen und unterstütze ihn. Ja, und es ist für mich eine grandiose Figur und menschlich und vor allem auch sportlich. Da braucht man nicht hinzufügen. Das war ein kluger Schachzug, einen Modellathleten wie dich dann mit ins Boot, ins Team zu gewinnen. Ich bin schon von vornherein. Viel Erfolg, viel Glück. Danke. Dankeschön auch. Bis später. Danke. Ciao, ciao.